Und selbst den anderen Arm können wir machen, den anderen Kanonenkugelarm. Nämlich, wir haben ja den Eierstuhl jetzt. Den Eierstuhl. Zusammen mit einem Fels. Und den Konstrukteur. Für den stärksten Kanonenkugelarm. Yeah, it works. Ich glaube aber, das Ding ist trotzdem nicht gerade so stark, oder? Ah, okay, das haben wir. Nee, das können wir nicht, das können wir nicht. Okay, heute so. Ah, okay, da fehlt uns auch noch was, da fehlt uns was, da fehlt uns auch was. Schade, dass ihr gerade nicht seht, was ich da gerade so durchgucke. Ah, okay. Ich guck gerade, Bohrarm, Bohrarm 2 geht auch nicht. Bohrarm können wir gar nichts machen, wie krass. Hammerarm. Ah, Hammerarm können wir aber. Ich weiß noch, wie der Hammerarm aussieht. Ich kann mich noch dran erinnern. Arbeitsausrüstung war's. Zusammen mit Fass und Pfosten. Na, ja, machen wir das Fass. Und Pfosten. Schon wieder der Vollpfosten oder der Fastpfosten. Haha. Da. Und wir haben den. Was? Oh, no good, huh? Arbeitsroboter. So, nochmal. Fass und Pfosten. Nein. Das. So. Yeah, it works. Können wir auch den zweiten haben? Nee. Wäre sonst zu einfach. Laserarm. Fehlt uns auch noch was. MG-Arm. Fehlt uns auch noch was. Nova-Kanone. Den Generator haben wir nicht, ne? Oh, und auch die Samurai-Arm 2 können wir nicht machen. Somit auch 3 und 4 nicht. Wäre sonst unlogisch, wenn man schon 3 basteln könnte ohne die 2. Können wir denn im Körper was machen? Kleinen Generator haben wir. Oder? Haben wir den kleinen Generator? Ja, den kleinen Generator haben wir. Das heißt, wir können den Kühlschrankrumpf machen. Der müsste eigentlich auch besser sein, oder? Nein, nein. Ampel und Kühlschrank. So, und wir haben den Kühlschrank rum. Auch wenn es nicht gerade nach einem Kühlschrank aussieht. Warte mal, haben wir ein Blechfass? Ich glaube nicht, ne? Die anderen beiden Sachen können wir auch nicht. Ja, die letzte Rüstung ist klar, dass wir die noch nicht basteln können. Ja. Ein gutes Hähnchen können wir aber mal. Dafür brauche ich Schweineklos. Wo ist denn... Ach, natürlich weiter oben. Damas.
Spezial Peking-Ente. Und natürlich eins der hier. Das war der sengende Drachendings. Lecker. Hähnchen. Yeah, it works. Okay. Reitpot-Energie können wir noch nicht basteln. Fluchtpulver auch noch nicht. Hochstufungspulver. Ah, schade. Wiederbelebungspulver natürlich dann auch nicht. Ultima-Bombe nicht. Oh, was kann ich denn überhaupt bauen? Ah, den Truthahn und Flamingo auch noch nicht, oder? Flamingo, doch, Flamingo. Flamingo hätte ich schon längst machen können, glaube ich. Weil, warte mal, Licht des Mondsteins. Nee, Licht des Mondsteins haben wir erst vor kurzem bekommen. Nee, haben wir gar nicht. Hä? Och. Ich kann es trotzdem basteln, weil Licht des Mondsteins ist was ganz anderes. Das ist nämlich nicht unter diesen Dingern hier, sondern... Hier, warte. Nein? Komisch. Habe ich... Nee, Blechfass habe ich nicht, ne? Ah ja, mir fehlen noch einige Sachen. Ah, die Nagelstiefel kann ich aber herstellen, sehe ich gerade. Dafür brauche ich einfach nur einen blöden Kürbis. Warum ein Kürbis? Wie zum Geier soll das denn aussehen? Sonnenschirm. Was? Okay. Ich lasse mich mal überraschen, wie das aussieht. Und Mondkristall. Wow. Yeah, it works. Die sehen mir mal cool aus. Das war es dann auch schon wieder bei den Kleidungen. Ah, mir tut langsam Ohr weh. So, Waffen kann ich auch welche herstellen. Das ist ja mal cool. So, fangen wir mit Luftreiniger an. Rad und Rohr. Mal da, ran mal da auf. Gut. Jesus. Say cheese. So, die ich kann Waffen herstellen, die total scheiße sind eigentlich, ey. Ich glaube, zu dem Moment denken sich die Entwickler, bis dahin hat der bestimmt noch nicht die Waffe. Falsch. Wer sich Mühe gibt, der hat sehr, sehr schnell solche Waffen. Zumal ich den kubischen Hammer und den Digi-Hammer... Ich hab die ja schon. Aber ich kann sie noch nicht basteln. Ist einfach nur krass. Und Sternlampe, genau. Noch eins, okay. Yeah, it works. Den hat man nämlich auch schon vor langer Zeit erst. So, was kann ich denn jetzt auch neu machen noch? So schwerer haben wir natürlich nicht. Seelenbrecher. Nein, da fehlt noch was.
Ah, da fehlt auch noch was. Raubgewehr. Da fehlt das der Arbeitskran. Sexy Panther. Sexy Panther hört sich gut an. Elenas Porträt. Zusammen mit Gewehr. Das ist also eine Schusswaffe. Und Mondsteinlicht. Sicher, dass es Mondsteinlicht ist. Ich mach mal das. Oh, no good, huh? Okay. Haben wir es noch nicht, ne? Nee. Hätte ja sein können. Aber wir können auf jeden Fall noch 3 Waffen herstellen. Zum einen diese schöne Waffe. Ich verrate auch noch nicht, was es ist. Ich glaube, es ist interessanter, wenn ich nicht verrate, was das ist. Ein Neo-Projektor. Ich habe den Neo-Projektor noch nicht. Okay. Das grenze ich dann mal noch aus. Dann halt die Sonne. Mit dem Springbrunnen. Ah, es dauert doch lange, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Und der Mondkristall. Say cheese. Zaubergewehr erfunden. So. Arbeitsausrüstung. Zusammen mit Gewehr und angreifender Bock. Ah, zu weit. Das sind die letzten Sachen. Wow. Das sieht geil aus. So, können wir davon was bauen? Die Nagelstiefel zum Beispiel. Perfekt. Kriegst du neue Stiefel? Der Kühlschrankrumpf. Warum nicht? Boah, 50 Metall, ernsthaft. Und den Staubsauger. Na, 17 Metall fehlt uns. Kein Problem. Jetzt hebt ihr mal, was ich so meistens mache, wenn ihr nicht dabei seid. Es dauert halt manchmal. Und euch das immer zu zeigen wäre. Nun ja, es würde ein Part dafür draufgehen. Ich glaube, es ist sogar ein Part jetzt schon draufgegangen. Wir haben schon 1 Stunde 20 Minuten wieder aufgenommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich... Ja, ein Part Mission, ein Part Aufbau, ein Part in der Zukunft und jetzt ein Part bauen. Noch 100 Metall nochmal, komm. Machen wir 200 raus. Thank you.
Denn wir scheinen ja sehr viel Metall zu brauchen. Nein. Bauen. Den Staubsauger-Akku. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich... Ich denke mal nicht, dass ich die baue. Ich habe so meine... Ja... Lieblingswaffen eigentlich, die ich gerne benutze. So. Das kriegt Max. Max. Monika. Haben wir nicht noch was von Monika hier? So ein Pot. Also so ein Com-Pot. No. So, wie sieht's mit den Schuhen aus? Die passen übrigens besser zu dem Outfit. Ist klar. Okay, dann gucken wir uns mal den hier an. So. Der hat natürlich jetzt viel mehr Energie. Und mal sehen. Oh ja, viel mehr Verteidigung. Ach ja, und noch so ein Verteidigungsding haben wir auch noch. Hier, zack. Wir können uns noch ein paar leisten. warte mal, wie viele? Also noch 32. Kann die Verteidigung erhöht werden? 4, das sind... Ich glaube, wir können noch 8 Mal kaufen. Genau. 8 Mal, 8 Kerne sind dann noch zu kaufen. Ich glaube, den Schwan können wir verkaufen, oder? Beide. Wir können so vieles verkaufen. Komm, machen wir mal. Ach komm, die Steine behalten wir, die können nützlich werden. Ah, was brauchen wir denn nicht mehr? Das hier zum Beispiel ist nutzlos. Das ist nutzlos. Zaubergewehr. Nein, komm, weg damit. Ja, das wollte ich ja auch noch leveln eigentlich. Ich weiß nicht, die Sexes. Und das war Fehlbastelei. Den können wir auch verkaufen. Der ist nichts mehr wert. Das ist für uns auch nichts mehr wert. Die Münzen auch. So. Würde ich mal sagen. War es das auch erstmal? Nein, die Tür ist doch zu. Im nächsten Part werden wir uns tiefer in den Dungeon wagen. So viel kann ich schon mal sagen. Speichere hier und beende den Part. So. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.